Moin, meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. Der ein oder andere fragt mich, was es zu bedeuten hat, wenn im Kühlschrank unter dem Gemüsefach Wasser steht. Dann ist nichts an eurem Gerät kaputt. Schaut euch einfach die Rückwand an. An der Rückwand befindet sich ein kleines Loch und dieses Loch setzt sich meistens mit Speiseresten oder Ähnlichem zu. Macht dieses Loch wieder frei, nehmt dazu entweder das mitgelieferte Plastikteil oder einen Kabelbinder, damit das Wasser abfließen kann. Bei neueren Geräten befindet sich dieses Loch noch zusätzlich hinter einer verschraubten Rückwand. Die müsste man zuerst entfernen. Weitere Informationen findet ihr auf meiner Homepage waschmaschine-kaputt.com. Wenn ich euch mit dem Video helfen konnte, wäre es schön, wenn ihr ein Abo dalasst oder mir einen Daumen nach oben gebt.